feuert in einem Schuss mehrere ab. Das ist ganz cool. So, und mit dem letzten holen wir uns das große Käfernetz. Natürlich. Okay. So, ich bin fertig. Das gehört dir. Meisterfängernetz. Dein Netz ist nun doppelt so groß wie zuvor. Damit sollte es selbst den schnellsten. Damit sollte ich selbst den schnellsten erwischen. Beim Wolkenvogel, du hast gar keine Items mehr, die ich verbessern könnte. Tja, das ist aber schade. Das lässt sich schnell ändern. Na? Willkommen im Itemladen. Oh, du bist's. Was ist denn? Nichts. Es ist nicht so, dass ich jetzt ganz aus dem Häuschen wäre. Aber so oft wie du bereits bei mir warst, bist du eben schon mehr als ein normaler Kunde für mich. Was sag ich da eigentlich? Entschuldige bitte. Ich bin etwas neben der Spur heute. Also, du bist ja bestimmt hier, um das Itemlager zu nutzen. Ja. Aber gern, bitte sehr. Die können sich bestimmt gut mit Bardo verstehen. Vielen Dank. So, rüsten wir schnell hier. Hey, wie geht's meinem Trabo? Einmal Item verbessern, bitte. Alles klar, was brauchen wir denn noch für den Holzschild? Ah, ich hab's gewusst. Arr. So. Perfekt. So, der Vollständigkeit halber hätte ich auch gerne einmal den Holy Shield. Die Wender Holy Shield. Ihr interessiert euch für den heiligen Schild. Der repariert sich von selbst und ist Feuer- und Elektroresistent. Naja, er geht leider schnell kaputt. Macht 500 Rubine. Dankeschön. Ja, erstmal steht ein Rücken im Rücken. Ja. Ah, vielen Dank, werter Herr. Sehr teuer, aber na. Im Vergleich zu anderen Zeldas findet man diese Ausrüstung leider sonst nirgends und muss sie sich immer hier holen. Hey, wie geht's? Na, Item verbessern. Alles klar, hier, bitteschön. So, was kostet das denn? Halbmond, na, Schmuckschädel, alles da, alles super. Ja, genau, kein Problem. Alles klar, dann lege ich mal los. Also wer Geld sparen möchte, der sollte sich ein Schild erst spät holen. Aber wer 100% haben will, dem kann ich nur anraten. Holt ihn, wenn ihr Geld habt. So. Du hast den hochheiligen Schild erhalten. So. Oh, dann schaffen wir es nochmal. Ah, da fehlen die Vogelfedern. Dann haben wir den göttlichen Schild. Ja, aber dann sind wir auch schon ziemlich knapp bei, ne? So, das ist der hochheilige Schild. Ihr seht, wenn das der die Lebensleiste des hochheiligen Schildes ist, wie hoch war schon wohl die Lebensleiste des heiligen Schildes? Ich habe so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule die Stimme einer Frau. Ich mag zwar aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir den Angstschweiß auf die Stirn. Oh. Na? Oh, guck mal. Ah, ich habe einen neuen Trank im Angebot, mein Lieber. Ich nenne ihn Lufttrank. Dieser Trank sorgt dafür, dass sich unter Wasser deine Luftanzeige ein wenig langsamer leert. Das ist doch wirklich praktisch, oder? Ich wähle ihn aus, wenn du ihn kaufen willst. Du weißt ja schon, wie das geht. Ja, weiß ich. Ein Herztrank. Jetzt, wo der Schild sich selbst repariert, ist ein Herztrank gar nicht mehr so unnachgiebig.
kostet 20. Ja genau, das ist ja ganz fix eigentlich. Sieh. Immer schön dabei zu haben. Vor allem sieht auch ziemlich cool aus von der Textur und so. So. Ich will noch ein bisschen irgendwas sortieren. Mit der restlichen Knete werden wir mit bei Terry wahrscheinlich sowieso nichts reißen können. Das war das Ding mit dem Herzcontainer, ne? Ja, das bringt uns ein Herz. Und das lässt mir Herzen droppen. Ja, das ist momentan alles okay. Süß. Der kompletten Vollständigkeit halber könnten wir den uns auch mal eben holen. Aber wieder guckt. Ah, witzig. So, bei Nacht in der Ritterschule. Interessant. Und sonst so? Bei Terry können wir nicht rein, also sollten, müssen, dürften wir, könnten wir, aber wir sollten nicht reingucken. Rechte eh nichts. So, ein Wolkenhirschkäfer. Ja, den habt ihr bestimmt selber nicht gesehen, wa? Ja, was heißt selber nicht? Ich hab ihn ja gesehen, meine ich. So. Hugos Haus. Ist da überhaupt jetzt gerade jemand drin? Ach ja, genau. Na? Wie geht's dir, Belgium? Hier ist schon wieder alles total verstaubt. Na? Nee, danke. Oh, schade. Wir könnten mal eben draußen kurz, also wieder in die Ferne, schwirren. Und mal eben schauen, ob noch irgendwo... eine Kiste ist. Beziehungsweise könnten noch mal wieder zur Kürbisbar. Dort mal schauen, was unser nächster Auftrag ist. Ja, ich denke, das machen wir jetzt erstmal. Kürbisbar, hallo. Kürbisbar. La la la. Ja, die Kürbisbar. So, Kürbisbar. Ansonsten. Ah, eine Kiste haben wir trotzdem noch. Na gut, schwirren wir jetzt erstmal dorthin. Zwei Markierungen. Ist ziemlich obvious, so viel wir jetzt hin müssen. Das sage ich schon bei vielen Dingen, ne? Das ist eigentlich relativ obvious, aber ich weiß ja gar nicht, wie das bei Nichtspielern sein könnte. Oh nein. Moin, moin, moin. Ne Monster. So. Kommen wir mit etwas Glück dahin? Ich probiere es mal. Und zur Seite. Aha. Ein Herzteil. Es fehlt nur noch eins. So. Kürbisbar ist nicht. Ich sehe es hier schon. Oh, die ist ein bisschen weiter weg.
Die ist ein bisschen weiter weg. Wirbelsturm und allem Trara. So, bin. Ich glaube, jetzt kommt was ganz, ganz Blödes, also was man ganz, 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 ganz eklig machen muss. Aber es gehört dazu und wird, glaube ich, ein, zwei Versuche benötigen. Ausgezeichnet, du hast die Suppe also abgeliefert. Und heiß war sie auch noch. Nun, dann lass mich das kurz mit deinen Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Ui, das reicht noch lange nicht aus, um für den zerstörten Kronleuchter aufzukommen. Als nächstes wirst du uns, ja genau, bei der Kürbisernte helfen. Und ich will keine Beschwerden hören. Na gut. Ja, das dürfte dir leicht fallen. Du hast doch bestimmt das Kürbisfeld draußen gesehen. Ich möchte, dass du die Kürbisse in das Lager trägst. Keine weitere Einzelheiten erklärt der Kabocha. So, vergiss nicht, auf einem Kürbisfeld wird nur tagsüber gearbeitet. Wer kann schon sagen, was passiert, wenn man Kürbisse nachts erntet? Aha, alles klar. Oh. Wir sind Mitarbeiter, wir dürfen in den, naja, Arbeitsbereich. Hi. Ja, dann ist es beschlossene Sache. Du hilfst uns bei also bei der Kürbisernte. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Hast du eine Ahnung, wie schwer diese Kürbisse sind? Ach, du glaubst also, die Arbeit hier wäre der reinste Zuckerschlecken? Ja, dann lass uns das Ganze doch etwas spannender gestalten, so 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen. Aber Vorsicht, lass dir Zeit, sonst fallen dir sie dir auf den Boden. Also bist du bereit? Klar. Dann lass uns Nägel mit Köpfen machen. Ich zeige dir, wohin die Kürbisse gebracht werden. Gib dein Bestes und trage die Kürbisse in das Lager. Wichtig ist, dass du nicht zu hektisch wirst. Versuche, möglichst langsam zu laufen. Sollten die Kürbisse nach rechts zu fallen drohen, gehe nach rechts. Drohen sie nach links zu fallen, bewege dich nach links. Die Balance zu halten ist hierbei das A und O. Gerate nicht in Panik und fang bloß nicht an zu rennen, sonst fallen die Kürbisse auf den Boden. Ich drücke dir die Daumen. Oh ja. Man kann das ein bisschen steuern, wenn man, dass man zur Seite gehen kann. Ich sage ja ein bisschen. Hallo? Bewegst du dich jetzt nur noch zu der Seite oder was? Das ist eine ganz schöne Frickelarbeit.
Und kann auch fix nach hinten losgehen. Ich bin noch lange nicht da fertig. Vorsicht. Genau das meine ich. Wenn wir nicht mehr zu einer Seite hin können und die fallen trotzdem noch in diese Seite, dann ist Kacke. Und trotz meiner ganzen Konzentration ging es am Ende schief. Und das ist halt recht blöd. So, neuer Versuch, neues Glück. So. Ja, eigentlich brauche ich das Gamepad in diesem Fall nicht, sondern den Nunchuck, deswegen... Ja. Komm. Geh los. Lege ich mal alles auf die eine Hand und steuere mal mit beiden. Ha, ich bin im Gleichgewicht. Krass. Oh nein, Wind aus der falschen Richtung oder wie sieht das aus? So. Ist das wieder ein Friemlerweiß? Nicht so heftig, weil die müssen immer in die linke, zur linken Seite rutschen. Leicht, damit wir auch nach links gehen können. Und da muss man natürlich immer noch drauf aufpassen, dass es nicht zu weit ist. Also einmal ruckartig nach rechts, um dann vorsichtig nach links gehen zu können. Oh, die haben sich zu sehr verrutscht, ne? Komm! Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt war es wieder zu ruckartig. Und jetzt wieder vorsichtig. Warten. Vorsichtig. Immer schön nach links rutschen lassen. Und langsam. Das war wieder zu viel, na fast. Weiter rutschen lassen. Langsam nach vorne auch. Ah, das war wieder zu viel. So, jetzt rutscht es wieder. Ah, jetzt rutscht es in die andere Richtung. Wieso? Mann. Langsam verarscht mich das Spiel doch. Rutsche ich ganz in die falsche Richtung, Mann! Das mache ich zu ruckartig. Mann, der untere Kürbis, du bewegst dich zu fix. Und der obere fällt gleich runter. Na, oberer, rück doch mal nach.
Mann! Sind sie gerade ziemlich fett verkeilt. Ah, das funktioniert.